Mit weiteren Kontaktbeschränkungen will also die Politik der befürchteten Omikron-Welle begegnen. Immer noch unklar ist aber, wie hart diese uns tatsächlich trifft. Berechnungen, die uns einen Omikron-Tsunami prophezeien, die sind bislang rein theoretisch. Fest steht, zweifach Geimpfte, die haben aber praktisch keinen Schutz mehr gegen eine Ansteckung mit dieser Variante. Wie überall stehen auch bei Familie Grotewoth aus Delmenhorst die Weihnachtsferien an. Ein paar Selbsttests für zu Hause sind besorgt. Bislang war der Schülerausweis dank der regelmäßigen Testungen in der Schule der Freifahrtsschein für Freizeitaktivitäten. Doch für die beiden ungeimpften Kinder heißt es jetzt für jeden Restaurant- oder Kinobesuch testen gehen. Katastrophal, weil man mit den Kindern einfach nichts mehr spontan machen kann, alles durchtakten und durchtimen muss und viele buchbare Termine nicht unbedingt zu den Zeiten passen, die man mit Kindern unbedingt wahrnehmen kann oder möchte. Und ja, es schränkt uns ungemein ein. Doch das ist nicht die einzige Änderung, die auf die Bundesbürger zukommt. Deutliche Verschärfungen für die Zeit nach Weihnachten stehen bevor. Private Treffen sind künftig nur noch mit maximal 10 geimpften und genesenen Personen innen und außen erlaubt. Ungeimpfte dürfen sich mit dem eigenen Haushalt und 2 weiteren Personen treffen. Clubs und Diskotheken sollen bundesweit dicht gemacht werden. Großveranstaltungen sollen ohne Zuschauer stattfinden. Beim Fußball gibt es also nur noch Geisterspiele. Das RKI hatte zuvor viel drastischere Beschränkungen gefordert, etwa die Schließung von Restaurants. Dem folgten die Länder nicht. Kinos und Theater bleiben ebenfalls unter 2G-Regel offen. Ohne Maßnahmen rechnen Modellierer mit bis zu 700.000 Neuansteckungen pro Tag im Februar. Hintergrund ist eine nie dagewesene Verbreitungsgeschwindigkeit des neuen Virus. Das höchstwahrscheinlich, das sind ja die Daten aus England und auch aus Südafrika, nicht diese dramatische Zunahme der Krankenhauseinweisungen bringen wird. Aber ohne Zweifel wird Omikron sehr schnell übernehmen. Verdopplungszeiten in der Größe von 2 Tagen aus England sehr gut analysiert. Verhindert werden sollen unbedingt große Silvesterpartys, wo das Virus sich ungehindert ausbreiten kann. Für die bevorstehenden Weihnachtstage geben Bund und Länder nur eine Empfehlung ab, keine Vorschrift. Eigenverantwortlich sollen die Kontakte bei Feiern im Familienkreis begrenzt werden.